Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fieber 2. Heute wird es ein bisschen umfangreicher werden. Wir kümmern uns nochmal um das Thema Güterverkehr und diesmal geht es um den groben Streckenbau und dann werden wir uns auch noch einen Bauabschnitt herausgreifen und zusehen, dass wir den in Form bringen. Ich habe ja schon gesagt, Thema Güterverkehr, relativ umfangreiche Geschichte, allein schon dadurch, dass wir hier in Hansburg den Hafen haben und dieser Hafen ist natürlich auch nochmal unterteilt in verschiedene Hafenareale. Dann wird hier in dem Bereich sogar ungefähr auf Höhe des ICE-Betriebswerkes nochmal ein weiterer kleiner Rangierbahnhof dazu kommen. Wir haben einen Containerbahnhof, den wir in der letzten Folge zu sehen bekommen haben. Dann haben wir auf Höhe Brunsbek nochmal so einen kleinen Art Rangierbahnhof. Zumindest halt einen Güterbereich, sage ich mal, ganz grob gefasst. Und all das muss natürlich auch untereinander verknüpft werden. Und das führt dazu, dass wir hier tatsächlich im Großraum Hansburg, also im Stadtbereich, tatsächlich am Ende quasi ein eigenes Verkehrsnetz oder ein eigenes Streckennetz wirklich nur für den Güterverkehr haben. Was ihr hier jetzt aktuell zu sehen bekommt im ersten Teil der Zeitraffer, ist wirklich nur mal so der grobe Streckenbau, damit die Gleise mal irgendwie da liegen und miteinander verbunden sind, damit man das schon mal, dass das alles schon mal grob seinen Platz gefunden hat. Da geht es auch wieder so ein bisschen drunter und drüber, Überwerfungsbauwerke, Brückenkonstruktionen etc. Hübsch gebaut wird es natürlich am Ende erst, wenn ich mir wirklich dann die jeweiligen Bauabschnitte nochmal im Detail vornehme. Also wundert euch nicht, wenn hier alles noch so ein bisschen windschief ist. Das wird sich alles noch verändern. Und vielleicht mal so zur groben zeitlichen Einordnung, wen es interessiert, all das, was ihr jetzt zu sehen bekommt, dass es irgendwann Ende März ist das alles über die Bühne gegangen, dann war wieder eine größere Pause und alles, was ihr dann im zweiten Teil der Zeitraffer zu sehen bekommt, das war dann Anfang Mai, beziehungsweise ein Teil davon Anfang Juli. Also erstreckt sich jetzt eh schon über einen ziemlich langen Zeitraum. Und ist natürlich auch wirklich ein großes Bauprojekt insgesamt, deswegen wird das auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir das wirklich final mal in Form gebracht haben. Und ihr bekommt immer eben dann eine Strecke zu sehen oder eine Folge zu sehen, wenn ich einen Bauabschnitt dann wirklich möglichst gut in Form gebracht habe. So, aber das ist, glaube ich, schon mal ganz gut für die Gesamtübersicht. Das hier wird auch nochmal eine Direktverbindung zwischen Containerbahnhof und einem der Hafenbereiche. Auch hier natürlich nur mal der grobe Rohbau, damit die Schienen mal ihren Platz finden. So, hier kann man es, glaube ich, nochmal ganz gut erkennen. Okay, weiter im Programm. Nebenbei baue ich natürlich auch immer so weit das Straßenverkehrsnetz parallel aus. Hier wird es nochmal ein bisschen vielgleisiger. Und bei manchen Sachen weiß ich auch gar nicht mehr so richtig, was ich mir eigentlich dabei gedacht habe, weil es jetzt einfach doch schon ein paar Monate zurückliegt. Also seht es mir nach, wenn ich vielleicht manchmal irgendwie ein bisschen Unfug hier vor mich hin bastel. So, da sind auch nochmal Schienenanschlüsse. Auch das wird hier nochmal angebunden. Hier wird es dann schon ein bisschen knapp mit der Höhe. Hat aber noch ganz gut funktioniert. Dann ziehen wir uns hier nochmal ein Gleis raus, schließen das auch hier nochmal direkt an. Eingleisig. Ja, und irgendwann am Ende, wenn tatsächlich der ganze Gleisbau mal so weit abgeschlossen ist, schaue ich mir das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen im Detail an. Und dann fliegt vielleicht die ein oder andere Gleisverbindung auch nochmal raus, weil sie möglicherweise dann gar keinen Sinn mehr ergibt. Also das ist wirklich, ja, man kann schon sagen, ziemlich planlos alles. Ich habe es halt so grob im Kopf, von wo nach wo ich gehen möchte. Vieles entsteht dann aber wirklich komplett spontan und muss vielleicht auch bei Bedarf nochmal massiv umgebaut werden. Aber so wäre zumindest mal alles irgendwie miteinander verknüpft. So, das wollte ich eigentlich gar nicht hier drin haben, aber egal. Der Vollständigkeit halber hier in dem Bereich, wo ich gerade die beiden Gleise reingezogen habe, da kommt nochmal ein weiterer kleiner Rangierbahnhof hin. Und auch den müssen wir natürlich hier irgendwie noch mit an das Güterverkehrsnetz anschließen. Hier nochmal eine Brücke drüber gezogen. Und dann die Überlegung, wie kommen wir da jetzt drüber? Oder vielleicht unten durch. Ist auch viel zu hoch geworden hier im ersten Versuch. Und ihr seht schon, manchmal endet das auch einfach in der Sackgasse. Ja, das
habe ich dann nochmal etwas umfangreicher umgebaut und das ist jetzt hier der zweite Versuch, schon deutlich besser, also nicht mit einer 20 Meter hohen Brücke da irgendwie drüber, sondern unten durch und dank der No Collision Mod oder Build with Collision Mod ist es mir dann auch gelungen, hier noch eine relativ ansehnliche Unterführung einzubauen. So, einmal hier unten durch und dann müssen wir auf der anderen Seite wieder hoch und können das dann hier elegant an die bestehenden Gleise anschließen. Und das wird dann gleichzeitig auch der Bauabschnitt, wo wir heute noch ein bisschen ins Detail gehen und versuchen, das Ganze mal einigermaßen fertig zu bauen. Viel Fummelarbeit. Hier nochmal mit einer etwas erhöhten Trasse, um das Ganze dann hier vorne wieder anschließen zu können. Umbaumaßnahmen. So. Okay, dann haben wir die ganzen Gleise mal so einigermaßen zumindest miteinander verbunden und starten in den zweiten Teil. Okay, also wie gesagt, alles was ihr gerade zu sehen bekommen habt, das meiste davon war einfach der brachiale Rohbau, kann man schon sagen. Vieles davon wird sich nochmal ändern. Einfach nur zur Gesamtübersicht. Wir picken uns jetzt mal diesen Bereich heraus. Der befindet sich, also grenzt direkt an den Containerbahnhof an. Das werdet ihr sicherlich noch gleich alles ein bisschen besser erkennen können. Und da geht es jetzt mal darum, hier ja ein bisschen Stadtkulisse zu schaffen. Das hatte ich mir, glaube ich, auch relativ frisch installiert, dieses Paket. Da sind Hotels und Casinos und all sowas dabei. Findet ihr auch alles im Steam Workshop. Habe ich natürlich auch in der Mod-Kollektion verlinkt. Ich denke, es genügt, wenn man Hotels eingibt oder Hotel bei der Suche. Dann kommen hier noch ein paar Einkaufsmöglichkeiten dazu, so ein paar größere Einkaufszentren und so ein Kram. Auch immer eine ganz gute Idee, zuerst die Gebäude hinstellen und dann die Straßen reinziehen. Dann kann man die Straßen nämlich schön sauber an den Gebäuden ausrichten. Und ein paar von den Pariser Gebäuden habe ich hier auch nochmal verbaut in dem Bereich. Da sind auch einfach sehr, sehr schöne Gebäude dabei. Auch hier richte ich wieder die Straße an den Gebäuden aus. Das ist natürlich so ein bisschen unschön, aber am Ende wollte ich hier einfach irgendwie einen sauberen Häuserblock haben und ich denke, das ist mir einigermaßen gelungen. Was mir besonders gut gefällt, bekommt man auch gleich zu sehen. Hier diese, naja, Tortenstück-ähnlichen Gebäude. Dadurch ergeben sich halt auch nochmal ganz andere Straßenformen oder beziehungsweise die Häuserblocks sehen einfach anders aus. Man kann einfach andere Dinge machen. Da musste man vorher ziemlich viel improvisieren, bevor es solche Arten von Gebäuden gab, diese spitz zulaufenden. So, aber das ist auch nur so am Rande. Habe ich hier nochmal ein bisschen was hingebastelt. Gehen wir mal näher an die Gleise dran. Nochmal ein paar größere Wohngebäude. Da reihen wir uns ein paar von den Dingern hier auf. So, dann haben wir zumindest schon mal so ein bisschen Stadtkulisse geschaffen. Dann gehen wir an die Gleise dran. Ihr habt ja gesehen, ich habe hier mit der Build with Collision Mod hier allerhand drunter und drüber veranstaltet, habe mich in die Unterführung durchgezogen. Das muss jetzt natürlich noch alles in Form gebracht werden. Alles mit Joe Freeds Viadukte. Da sind die ganzen Betonelemente enthalten. Und das ist natürlich dann in so einem Bereich schon relativ viel Fummelarbeit, bis man mal die richtigen Formen und Größen und Längen und so weiter herausgefunden hat. Da geht ein bisschen Zeit drauf. Okay, hier noch ein paar Stützpfeiler hinzugefügt. Obendrauf ein Geländer platziert und insgesamt auch in diesem Bereich relativ umfangreicher Schallschutz auf beiden Seiten, denn da rollt ja der ganze Güterverkehr durch. Das dürfte ein bisschen mehr Lärm machen als die Personenzüge. Und hier sind ja doch einige Wohngebäude auch in der Nähe. Daher jede Menge Schallschutz. Dann wollen wir hier noch ein paar Lücken schließen. Fügen hier noch ein bisschen Hecke hinzu. Die Mauer noch vervollständigt. Und hier bei der offenen Fläche, das war halt, ja,
zu schmal, um da irgendwas anderes hinbauen zu können. Deswegen habe ich hier einfach diese Böschung gelassen und habe das alles ein bisschen begrünt. Weiter mit Beton. Ein sehr betonreicher Bauabschnitt, kann man sagen. Hier sieht man auch schön, hier ist so eine leichte Steigung drin. Da ist es dann natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, sich das wirklich mit dem passenden Winkel alles hinzufummeln. Muss natürlich alles nicht wirklich 100% perfekt sein, aber schon irgendwie am Ende ordentlich aussehen. Nochmal mehr Beton hier, nochmal ein paar Wände reingezogen. Und so nimmt das dann langsam aber sicher Gestalt an, die ganze Nummer. Okay, die Unterführung. Die Unterführung wird tatsächlich auch nochmal eine eigene Folge werden, weil die ist ja noch deutlich umfangreicher. Die führt unter dem ganzen Hauptbahnhof hindurch. Das habe ich alles gefilmt beim Bauen. Und auch wenn es da dann so weit ist, dass man das ordentlich in Form bringen kann, gibt es dann nochmal eine weitere Folge. Hier wird es schon mal ein bisschen massiver. Dadurch ergibt sich auch einfach die Illusion einer etwas geringeren Brückenhöhe. Und dann setzen wir hier natürlich noch Schneepflugtafeln dran. Dann dürfte das seinen Zweck erstmal erfüllen. Kurzer Ausflug in das Platzieren von Fahrzeugen. Parkplätze werden gefüllt. Und hier habe ich natürlich auch wieder einige von diesen Straßen mit den Parkbuchten verwendet. Auch die wollen natürlich gefüllt werden. Okay. Noch ein paar weitere Deko-Maßnahmen. Hier Rabatte hinzugefügt, Bäume reingestopft. Generell noch ein paar weitere Begrünungsmaßnahmen. Dann sind wir hier nochmal auf der anderen Seite, also auf der Seite, wo sich das Bauhaus befindet und der Containerbahnhof. Da hatte ich noch diese Fläche übrig, wollte das aber dann auch nicht noch mit weiteren Gebäuden zupflastern. Deswegen ist das hier einfach so eine Art improvisierter Parkplatz, wo die Leute auch hier, wie man sehen kann, ihre Wohnmobile abstellen oder ihre Wohnwägen, eine Absetzmulde habe ich dann noch dazu gepackt und einen kleinen LKW. Ist auch nicht mal asphaltiert, einfach nur so ein Schotterparkplatz. Eher rustikal die Nummer. Ein paar Bäume noch dazu geschmissen, alles ein bisschen begrünt, der übliche Kram und noch eine Mauer reingezogen. Und dann erfüllt das schon seinen Zweck. Okay. Dann haben wir es fast geschafft für heute. Als letzte kleine Baumaßnahme hier noch ein bisschen Detailarbeit. Erwecken wir das Ganze noch so ein bisschen zum Leben. Platzieren hier einige Sims rund um das Hotel und um das Casino herum. Letzte Schallschutzmaßnahmen. Und dann haben wir es auch schon für heute. Widmen wir uns ein paar bewegten Bildern. Ich hoffe mal, man konnte das einigermaßen nachvollziehen. Das ist natürlich schwierig, das dann tatsächlich sinnvoll irgendwie in eine Folge zu packen, wenn die einzelnen Bauabschnitte dann doch so weit auseinander lagen oder liegen. Ja, ansonsten ein bisschen kleinere Details. Ein bisschen Detailarbeit ist natürlich noch über die Bühne gegangen. Hier zum Beispiel Graffiti angebracht, ein, zwei Werbetafeln habe ich noch verteilt. Und die Züge rollen bereits. Seit einigen Monaten sind ja hier auch die Güterlinien unterwegs. Größtenteils in dem Fall hier aus Brunsbek kommen, deswegen seht ihr auch den ein oder anderen alten Bekannten hier durchrollen. Und im Hintergrund der Bauabschnitt der letzten Folge mit dem Containerbahnhof. Und diesem wunderbaren Bauhaus. Ja, da rollen sie so dahin mit eher gemächlichen Gleisgeschwindigkeiten. Natürlich alles relativ langsam gehalten hier in solchen Bereichen. Schön im Hintergrund die Containerbrücken am Arbeiten. Und hier einmal so ein bisschen der Kameraschwenk. Links dieser kleine improvisierte Parkplatz. Dann hier das Hotelgebäude oder Casinogebäude. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches das jetzt war hier an der Ecke. Hier sieht man auch nochmal so ein bisschen kleinere Detailarbeiten. Alles nochmal ein bisschen weiter begrünt. Natürlich auch Gräser aufgepinselt. Hat man ja schon tausendmal gesehen, deswegen habe ich das hier mal weggelassen. Autos fahren durch die Gegend. Eine Mischung aus Besuchermagneten. Also einige sind tatsächlich
reale Sims sozusagen, aber hier habe ich auch noch eine Autolinie durchgeführt, dass hier einfach ein bisschen was im Kreis rumfährt. Und wir hier keine leeren Straßen vorfinden. Und eine Bushaltestelle habe ich hier noch an die Ecke platziert. Dann einmal der Blick hinauf. Eins der Casino-Gebäude. Ist halt so ein bisschen das Gambling-Viertel hier. Dann hier dieser, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Irgendwie eine Art Einkaufszentrum, nehme ich an, ne? Shoppo. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie der Realität entnommen ist. Wenn das jemand weiß, ob es das wirklich in der Realität gibt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht, ob die Sachen irgendwie frei erfunden sind. Einige Sachen sind auf jeden Fall realen, ja, Supermarktketten und dergleichen nachempfunden. Aber möglicherweise nicht alles, was in diesem Paket enthalten ist. Im Hintergrund schon so ein paar Ausblicke auf kommendes Gebastel. Da so eine relativ umfangreiche Sportanlage habe ich da nochmal reingestellt. Auch alles gefilmt natürlich, aber das wird einfach, hätte den Rahmen etwas gesprengt, deswegen wird das nochmal gesondert in einer Folge gezeigt. So, und hier nochmal der gesamte Bauabschnitt im Blick. Na, hat sich einiges getan in der Zwischenzeit hier. Dann einmal hier noch von der anderen Seite ein bisschen drauf gefilmt. Auch den ein oder anderen Hinterhof ein bisschen ausgestattet mit Garagenkomplexen und dergleichen. Hier schön mit dem Hauptbahnhof im Blickfeld. Da sieht man auch nochmal diese Sportanlage, die dort noch kommen wird. Ja, so schaut's hier aus, Leute. Dann gehen wir nochmal ein bisschen näher dran hier. Schauen uns vielleicht auch nochmal ein bisschen den Zugverkehr an. Ich glaube, der ein oder andere Neuzugang ist auch nochmal hier unterwegs. Zum Beispiel hier SBB Cargo auf dem Weg Richtung Hafen. Das wird, wo der hier drüber rollt, die Direktverbindung zum Hafen. Vom Containerbahnhof kommend. Dieser ganze Straßenzug, auch keine Sorge, alles gefilmt. Genauso wie dieser Streckenverlauf hier. Ist auch schon relativ weit fortgeschritten. Muss noch ein bisschen detailliert werden, aber auch nicht mehr weit entfernt davon, in eine Folge zu wandern. So, 151 von der RBH. Macht sich auf die Reise. Und man sieht schon im Hintergrund, da rollt auch einer unten durch. Hier müsste ich natürlich noch ein Geländer anbringen. Natürlich ein, zwei kleinere Details habe ich einfach übersehen. Aber ihr habt ja gesehen in der Zeitraffer, das war eh schon ganz schön viel Fummelarbeit. Da ist schon ziemlich viel Zeit reingeflossen. Ich denke, für den Anfang reicht das erstmal so. Bin mir auch nicht sicher. Also hier bei der Auffahrt, okay, eins kann man schon mal kritisieren, dass ich genau da oben praktisch am höchsten Punkt ein Signal hingestellt habe. Das werde ich nochmal verändern. Oder habe ich, glaube ich, schon verändert in der Zwischenzeit. Das ist natürlich fies. Wenn hier rot ist, das macht relativ wenig Sinn. Und möglicherweise also praktisch das Gleis, was hier zu der Unterführung hinfährt. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch noch einen Schallschutz dran bauen sollte. Aber dann sieht man irgendwie gar nichts mehr von den Zügen. Ist auch ein bisschen schade. So, und ich glaube, ich habe tatsächlich dann genau nach dieser Aufnahme dieses Signal hier oben. Genau, man sieht es. Direkt entfernt. Das aus betrieblichen Gründen einfach, ne? Also direkt am obersten Punkt von der Steigung ein Signal hinzubauen. Macht wenig Sinn, deswegen habe ich es hier einige hundert Meter weiter vorne platziert. In einem Bauabschnitt, der noch nicht fertiggestellt ist. So, dann werden, wenn, dann werden die Züge hier gestoppt, bevor es dann diese Unterführung darunter geht. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Auch nett zu sehen im Hintergrund. Der Personenverkehr. Und diese ganze Unterführung, die ihr hier erkennen könnt, das wird auch nochmal eine eigene Folge werden. Also da geht es
Zeitraffer ist relativ umfangreich, denke ich. So, wir bleiben aber natürlich hier thematisch in diesem kleinen Bereich. Der nächste Zug rollt aus, hier mit Vectron unterwegs. Und ich würde sagen, allerhand Baumaterial am Haken. Und ich denke, am Ende ist es doch ganz, ganz ansehnlich geworden. Was die Höhen angeht, was die Steigungen angeht, ist das doch einigermaßen in Ordnung hier. Das ist dann der Streckenverlauf Richtung Brunsbeek. Da wird es dann weitergehen irgendwann demnächst. Und hier nochmal SBB Cargo auf dem Weg zum Hafen. Und ich nehme immer gerne diesen quasi transparenten Schallschutz hier und da mit den Fenstern drin quasi, dass man zumindest auch die Züge dann sehen kann, wenn man da mit der Kamera unterwegs ist. Kleine Loküberstellungsfahrt hier an der Stelle noch schnell mit eingebaut. Was haben wir denn da eigentlich? 155? Müsste eine 155 sein. Ah, oder eine 153. Ich glaube, es ist eine 153. Auch eine Variante, die ich, glaube ich, noch nie auf die Reise geschickt habe. Schön im Hintergrund die 103 bei der Ausfahrt. Mit IC79, bisschen der Blick auf das Vorfeld, den Hauptbahnhof im Hintergrund. Und der geht da hinten aufs Abstellgleis. Lassen wir hier nochmal so den Blick ein bisschen schweifen. Viel abgestelltes Rollmaterial. Der IC79 hat hier nochmal ein rotes Signal an der Signalbrücke. Aus dem Containerbahnhof heraus gefilmt. Der alten Staubsauger schiebt sich ins Bild. Im Hintergrund noch ein bisschen mehr Rangierverkehr, Überstellungsfahrt. LKWs unterwegs. Ja, langsam kommt ein bisschen Bewegung in die ganze Geschichte hier. Ganz nach meinem Geschmack. Die 103 hat auch wieder Ausfahrt bekommen sozusagen. Signal hat umgeschalten. Einmal hier aus einem abgestellten Waggon herausgefilmt. Auch ganz nett anzusehen. Am Betriebswerk vorbei. Nein, da gab es noch keine Folge. Das wird natürlich auch irgendwie nochmal eine extra Folge werden. Das wird dann natürlich auch einer der Abschnitte, der etwas detaillierter werden wird. Und hier nochmal schön zur Gesamtübersicht. Da schlängelt sich das alles durch die Stadt hindurch. Mit relativ vielen Gleisen. Teilweise mitten durch die Wohngebiete. Und vielleicht wäre es sogar eine gute Idee, das wirklich konsequent komplett mit Schallschutz zuzubauen. Aber also da bin ich mir immer ein bisschen unschlüssig. Könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würdet ihr hier komplett alles mit Schallschutz vollkleistern? Oder vielleicht immer mal wieder ein paar Lücken lassen, dass man die Züge einfach besser erkennen kann? So, ja, auch Neuzugang hier, eine 185. Das müssten die Silowagen sein. Die habe ich jetzt auch wieder installiert. Er hat noch ein Momentchen zu warten hier an der Signalbrücke, bevor er dann zum Containerbahnhof weiterfahren darf. Der wird quasi hier von dem Taurus überholt. ÖBB Cargo unterwegs. Mit allerhand Containern am Haken. Der scheint wohl Priorität bekommen zu haben. So,
Blick auf die Signalbrücke und dürfte nicht allzu lange dauern. Dann geht's für den Kollegen auch weiter. Ich denke, der ist auf dem Weg Richtung Hafen runter. So, Überstellungsfahrt in die andere Richtung. In freundlichem türkisblauen Gewand macht er sich wieder auf die Rückfahrt. Na schön, also abschließend nochmal ein paar größere Perspektiven. Ich denke, so kann man das auf jeden Fall alles gut zuordnen, wo sich was befindet. Links der Hauptbahnhof, der Containerbahnhof und so weiter. Ach ja, natürlich. Fast hätte ich es vergessen. Der alten Tradition folgend hier nochmal ein gemütlich in den Hauptbahnhof einfahrender Railjet. Auch nochmal wieder ein bisschen neu zusammengekuppelt, das Ding. Sind ja viele Varianten enthalten und wie gesagt, nach und nach werden wir auf jeden Fall alle wieder auf die Reise schicken. Und auch nett, ne? Also die unterschiedliche Farbgebung. Das ist jetzt kein anderer Zug, die sehen einfach komplett unterschiedlich aus von der Farbgebung her auf den beiden Seiten. Schickes Teil. So, und Einfahrt im Hauptbahnhof. Die 101 macht sich auch wieder auf die Reise, setzt um, geht aufs Abstellgleis, ich weiß es nicht genau. Ist auch einfach nur so eine simple Rangierlinie, um ein bisschen mehr Bewegung hier in die ganze Geschichte reinzubekommen. Okay, dann denke ich, sind wir für heute durch, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Für den Moment vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.